Meine sehr verehrten Damen, die radiologische Diagnostik des multiplen Myeloms hat im Prinzip drei verschiedene Techniken zur Hand. Das ist die Radiographie, das Röntgen, das CT und das MRT. Über das PET-CT, was auch eine wichtige diagnostische Funktion bietet, wird der Professor Buck im Anschluss noch berichten, aus der Nuklearmedizin. Da setzen wir ein zur bildgebenden Diagnostik beim initialen Befund und auch zur Verlaufsbeurteilung. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir das hier am Universitätsklinikum in Würzburg in unserer täglichen Routine einsetzen und auch einen kleinen Ausblick geben, was wir und auch andere erforschen, um noch bessere Diagnostik liefern zu können. Bei der Erstdiagnose und auch beim Rezidiv, beim Wiederkehren einer Erkrankung, gucken wir uns die Knochenbeteiligung an und das ist der Fokus, über den ich jetzt in der Folge sprechen werde mit Ihnen. Wir gucken, ob der Knochenkalksalz gemindert ist, dann wäre es Osteopen, oder ob da Substanzdefekte sind, Osteolysen. Die können wir in der Computertomographie sehr gut erkennen. Dagegen wollen wir auch sehen, ob ein Befall von Plasmazellen im Markraum des Knochens zu erkennen ist. Das ist der Knochenmarkbefall, diese Infiltration. Und da werden wir noch merken, dass wir da im CT mit der konventionellen Technik Probleme haben. Und wir wollen auch Weichgewebsläsionen außerhalb des Knochens detektieren. Und dazu werde ich auch noch berichten, eignen sich vor allem die MRT-Verfahren. Und die Organbeteiligung haben wir sozusagen bei den MRT-Untersuchungen ebenfalls mit erfasst. Ganz kurz muss ich auf das Röntgen eingehen, ich habe es auch eben noch genannt. Wir können radiografisch die Knochen des Körpers darstellen und früher wurde das als Pariser Schema auch bei Patienten mit multiplem Myelom angewendet. Allerdings ist das eine Projektionsaufnahme, wir haben viele Informationen auf eine zweidimensionale Fläche und da entgehen uns auch viele Details. Wir haben falsch negative, also übersehene Befunde. Wir können Osteolysen, also Knochendefekte, erst erkennen, wenn schon weite Teile des Knochens, der Knochensubstanz zerstört sind, sodass wir, und das ist die internationale Empfehlung, dieses nicht mehr durchführen in der Diagnostik beim multiplen Myelom, sondern die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie zur Hand nehmen. Diese beiden Verfahren sind erstmal lang und man verwechselt das vielleicht auch zunächst, haben aber ganz unterschiedliche Vorzüge und auch Verfahrensweisen. Die Computertomographie arbeitet mit Röntgenstrahlen und ich fasse es jetzt schon zusammen, ist hervorragend geeignet, um Osteolysen zu erkennen. Die Magnetresonanztomographie benutzt keine Röntgenstrahlen, es geht nur durch Hochfrequenzmagnetimpulse und damit können wir die Weichteildarstellung im Körper wunderbar erlangen und sehen die Knochenmarksinfiltration. Und haben dagegen Probleme, Osteolysen genauer zu detektieren. Und das sind so die Vor- und Nachteile der beiden Techniken, und da will ich im Detail nochmal eingehen. Hier sehen Sie die Röntgentechnik, das CT, und da benutzen wir ein Niedrigdosis-CT. Deshalb ist die Bildqualität vielleicht nicht ganz so scharf, wie Sie das aus einer Volldosis-Computertomographie des Thorax oder des Abdomens kennen. Für den Knochen ist das wunderbar geeignet, um das, worum es uns geht, nämlich die Osteolysen zu erkennen, darzustellen. Die Magnetresonanztomographie auf der rechten Seite arbeitet mit einem Magnetfeld und ohne Röntgenstrahlen und ist besonders geeignet, Weichteile darzustellen und die Infiltration in dem Knochen zwischen den Knochenbälkchen, die Plasmazellinfiltration zwischen den Knochenbälkchen, die noch nicht destruiert sind, darzustellen. Kommen wir zum CT im Detail. Low Dose, also wir versuchen, und ich werde gleich noch Zahlen nennen, die Dosis so gering wie möglich zu wählen, mit noch so viel Information, dass wir eine klare Diagnose erreichen können. Und das ist manchmal eine Schwierigkeit. Wenn wir zu viel Dosis einsparen wollen und dann irgendwann die diagnostische Aussagekraft verlieren, hat keiner was gewonnen. Dann müssen wir wieder etwas höher gehen mit der Dosis, bis wir den Bereich gefunden haben, wo wir das beide Ziel erreichen. So wenig Dosis wie möglich anzuwenden und eine klare und exakte Diagnose zu ermöglichen. Wir benötigen kein Kontrastmittel, das ist wichtig für die Nierenfunktion. Denn das iodhaltige Kontrastmittel, was man sonst im CT benutzt, muss über die Nieren ausgeschieden werden. Und wir wollen die Nieren insbesondere bei den multiplen Myelom-Patienten nicht weiter belasten. Das ist also vorgesehen, dass wir das nicht anwenden. Und die Stärke ist die Beteiligung von Knochenverlust, Osteolysen. Und wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre in der obersten Zeile betrachten, war es ganz vor 20 Jahren so, dass wir eine einzelne Schicht nach der Schicht beurteilen mussten und auch akquirieren konnten. Mittlerweile haben wir
einen immer breiteren Röntgenstrahl, einen Kegelstrahl, der dann auch zu einer Spirale umgesetzt wird und sogar ganz aktuell mit zwei Röhren auf einmal, sodass wir den ganzen Körper in 3 Sekunden darstellen können. In wirklich 3 Sekunden. Das geht ganz, ganz schnell. Wir scannen einmal, Sie haben das vielleicht schon erlebt oder gesehen, dass wir im CT, also in wenig Untersuchungszeit, die Diagnostik erreichen. Die Strahlendosis wurde weniger und weniger durch neue technologische Entwicklung, auf die ich zum Teil eingehen werde, und gleichzeitig wird die Bildqualität besser. Eine Technik ist die iterative Rekonstruktion, dass der Datensatz, der beim initialen Aufnehmen generiert wurde, noch nachverarbeitet wird. Es gibt hier, nachdem die Daten, die Röntgenstrahlen sozusagen am Detektor angekommen sind, hier werden jetzt mehrere Zyklen durchwandert am Computer, das Rauschen wird weggerechnet, und wir kriegen nachher schärfere Bilder, wenn man so will, über die verschiedenen Produktzyklen wurde das immer schneller und immer besser. Und hier sehen Sie das im Bild. Sie sehen die Lendenwirbelsäule von 2004, alles bei uns im Uniklinikum Würzburg aufgenommen. Damals war so eine Ganzkörperuntersuchung mit 8,4 Millisievert Dosis. Und Sie sehen, wenn Sie genau hingucken, so kleine Stritzel, so ein bisschen Rauschen. Und das wurde weniger und weniger. Der Bildeindruck hat sich geändert. Und heute sind wir bei 2,9 Millisievert, also weniger als die Hälfte an Dosis, die wir applizieren im Vergleich zu 2004. Und schneller sind wir auch geworden. Und der Bildeindruck hat sich geändert. Das Rauschen wurde weggerechnet, hindert uns aber nicht, sondern macht eher das Bild vielleicht etwas anschaulicher. Wir können Osteolysen erkennen und Sie sehen das sofort. Ich markiere es Ihnen auch noch einmal. Hier sind 3 Osteolysen und Sie erkennen auch, dass die Knochenbällchen in der Osteolyse aufgelöst wurden oder destruiert sind, aber die Corticalis, die äußere Brandung des Knochens, in allen 3 Fällen noch vorhanden ist. Das heißt, wir haben zwar eine Destruktion fokal im Knochen, aber hier noch keine unmittelbare Frakturgefährdung. Die Stabilität ist durch diesen Corticalis-Raum noch besser, als wenn die Corticalis mit angegriffen wäre. Wir können also auch die Stabilität noch mitbewerten. Neben dem Vorhandensein von Osteolysen. Die Computertomographie ist sehr gut geeignet, um Frakturen zu erkennen, um Knochenbrüche darzustellen. Das können auch dreidimensional dargestellt werden, um ein besseres Verständnis zu erlangen, wie die Frakturen verlaufen. Und nach einer Therapie kann man auch sehen, wie die Osteosynthesematerial in dem Fall, das war jetzt nicht unbedingt ein Myelompatient, das weiß ich nicht, aber wir können exakt sehen, wie die wie Schrauben oder anderes Material appliziert wurde. Ich hatte schon eingangs gesagt, die Infiltration des Knochens kann schwierig werden. Wenn wir also keine Destruktion der Knochenbällchen haben, also noch keine Osteolyse, nur eine Plasmazellinfiltration, dann haben wir bei den langen Röhrenknochen eine gewisse Chance, das zu sehen, und da sind wir auch recht gut im CT. Schlecht ist es bei diesen trabekularisierten Knochen, den Wirbelkörpern. Da sind ganz viele Knochenbällchen, und wenn die erhalten sind, was ja gut ist, aber eine Plasmazellinfiltration zwischen den Knochenbällchen vorhanden ist, dann ist es schwierig, die im CT zu erkennen. Und auch die Weichteilstrukturen sind dort schwer zu sehen. Dafür benutzen wir das MRT. Das MRT, also die Technik ohne Röntgenstrahlen, die aber viel, viel länger geht als diese 3 Sekunden im CT, und das geht bis zu einer Stunde. Und da haben wir echtes Mitleid mit den Patienten, die 1 Stunde da liegen müssen. Und wir bemühen uns so sehr, das zu reduzieren, damit diese Ruheliegezeit in der engen Röhre reduziert werden kann. Dazu berichte ich vielleicht auch gleich noch. Die Vorteile sind, wir sehen die Weichgewebe sehr gut. Wir können eine Infiltration in trabekularisierten Knochen erkennen und haben auch da verschiedene Techniken, die wir anwenden, um entsprechend genaue Diagnostik betreiben zu können. Bis zu 1 Stunde dauert die Untersuchung und bei Schrittmacherpatienten oder Patienten mit Hörgeräten müssen wir sehr genau wissen, welche Materialien eingesetzt wurden. Einige können wir im MR untersuchen, andere nicht. Das heißt, da muss man nochmal eine extra Sorgfaltshürde nehmen, um sicher zu sein, dass nicht die Funktion des Schrittmachers, die ja sogar lebensnotwendig sein kann bei einzelnen Patienten, zu zerstören und auch diese Implantate nicht zu zerstören durch das Magnetfeld. Eine Technik, die sogenannte diffusionsgewichtete Bildgebung, DWI, ist wunderbar geeignet, um auch kleinere Herde darzustellen. Denn die misst die Brownsche Molekularbewegung.
Diese kleinen Moleküle wollen sich bewegen. In einem Tumorverband ist die Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt. Und die eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit sehen wir als ganz, ganz helles Signal. Das sind diese weißen Flecken hier. Wir sehen das auch in der T1-gewichteten anatomischen Bildgebung und können hier erkennen, da sind Infiltrationen vorhanden. Im CT würden wir das nicht erkennen können, so eindeutig. Das ist also der große Vorteil in der MRT, auch wenn es so lange dauert, neben dem Einsatz ohne Röntgenstrahlen ist es halt besonders geeignet, die Infiltration zu erkennen. Wir sehen auch unter Therapie, dass diese Herde, wir sehen hier diese hellen Bereiche, das sind Manifestationen des multiplen Myeloms, schon nach 10 Tagen unter Therapie dann weniger geworden sind. Sehen initial, was hier dunkel ist, entspricht dem, was hier hell ist. Da haben wir einmal so eine Karte, die wir anwenden. Die Rohdaten sind im Prinzip diese DVI-Daten. Und Sie sehen da also schon den Therapieerfolg. Und im Vergleich mit dem PET-CT, auf das der Professor Buck gleich noch eingehen wird, haben wir da eine sehr gute Korrelation. Und mittlerweile machen wir auch stellen invertierte Bilder her, sodass wir dann auch eine Ganzkörperdarstellung mit dieser Diffusionsbildgebung bewirken können. Und da sieht man die einzelnen Herde in der räumlichen Zuordnung auf den gesamten Körper. Was Sie ja auch sehen, sind unterschiedliche Grautöne. Das sind nämlich die verschiedenen Etagen, die wir einzeln scannen müssen, weshalb eine nach der anderen die Untersuchungsdauer so verlängert. Und wir haben auch in enger Kooperation mit einem großen Industriepartner, der diese Geräte herstellt, es geschafft, das etwas anschaulicher darzustellen, dass wir immer mehr, wie auch die Bilder, die Sie aus dem PET kennen, eine Gesamtübersicht ermöglichen über die Tumorlast in den verschiedenen Knochen. Wir können natürlich auch noch gezielte MR-Diagnostik einsetzen, wenn es darum geht, zum Beispiel, ob eine Weichgewebsinfiltration in das Rückenmark oder den Knochenmarkskanal hinein zu suchen ist. Da haben wir dann die spezifischen MR-Techniken, die wir anwenden. Ein Ausblick, den wir auch hier sehr aktiv betreiben in Würzburg, ist zu versuchen, mit dem schnellen CT, dass er die Osteolysen erkennt, aber nicht die Infiltration, mit der besonderen Technik, dass zwei verschiedene Röhren mit unterschiedlichem Strom und unterschiedlicher Energie angewandt, dann auch eine Infiltration darstellen können. Und da haben wir schon in einzelnen ersten Serien gute Ergebnisse erzielen können. Hier sehen Sie das CT, da erkennt man eigentlich an diesem Wirbelkörper keinen Unterschied zu dem. Der ist gesund und der ist befallen. Erst diese Dual-Energy-Technik zeigt uns dann hier diese grünen Markierungen, dass da eine Infiltration vorliegt und der Goldstandard des MRT zeigt, dass das in diesem Fall auch gestimmt hat. Oder hier sehen Sie in einer anderen Vergleichsdarstellung ein CT, das sieht ganz normal und gesund aus, da sehen wir keine Osteolysen, das ist auch so. Wir sehen auch keine Infiltration, das ist aber nicht so. Die Infiltration wird dann durch die Dual-Energy-Technik, das sind hier diese grünen Bereiche, da ersichtlich und die MRT zeigt, dass es da auch gestimmt hat. Und somit wäre die Möglichkeit, dass man sehr, sehr schnell, ohne eine Stunde, aber mit Röntgenapplikationen, auch schon neben der Osteolyse die Plasmazelleninfiltration erkennen kann. Das sind erste, aber sehr positive Ergebnisse. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir also das normale Skelett erkennen, den diffusen Befall und auch fokale Manifestation erkennen können und das korreliert entsprechend hier mit dem MRT, was wir dann aus Studiengründen auch durchgeführt haben bei diesen Patienten. Also die Stärken der Computertomographie, hochverfügbar, sehr, sehr schnell, das geht weit verbreitet an jeder Klinik, die eine Computertomographie anbietet. Wir haben eine hohe Sensitivität für die Beteiligung in Form von Osteolysen und die Stabilität können wir bewerten. Und wir benutzen immer weniger Röntgendosis. Die MRT kann insbesondere das Knochenmark da gut darstellen, die Infiltration von Plasmazellen erkennen. Dauert jedoch lang, bis zu 60 Minuten, eine Stunde. Und wir können da die Weichgewebsläsion besser sehen. Und durch die funktionelle Bildgebung sind wir sehr, sehr spezifisch, wenn wir die Brownsche Molekularbewegung beurteilen. Zusammengefasst kann ich Ihnen versichern, dass wir für jeden einzelnen Patienten die gezielte Frage so abklären, wie es halt für die Fragestellung sinnvoll ist, ob mit MRT oder CT oder im Zweifel sogar beides, denn wenn wir die Osteolysen und die Plasmazelleninfiltration suchen, müssen wir die Menschen beides anwenden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.